Oh, wie nein? Oh, nice. Lieber die Season in Platin 2, Ben, oder hat eine Nacht mit Ursula von der Lane? Was für eine Ursula von der Lane? Ah, oh, Mann, Kevin ist so lost, Mann. Letzten 300 Jahre kein fucking Fernsehen mehr oder irgendwas gesehen, Nachrichten, dass er Ursula von der Leyen nicht kennt. Holy moly. Gut, da juckt ihr wahrscheinlich nicht Politik, aber sympathisch. Ursula von der Leyen. Sie kommt von der fucking Topline runter, sie fehlt. Und sie will zu Kevin. Sie kommt von der Leyen. Ich werde es in zwei Ben oder na, eine was? Nacht mit Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Machen wir nicht Sirile-Alarm. Sie kommt von der fucking Lane zu Kevin gesprintet, um die Nacht mit ihm zu verbringen, wenn League down ist, so wie jetzt. Das ist der perfekte Moment. Sie kommt von der scheiß Lane zu ihm. Mit EMG 36, das defekt ist oder was auch alles. Einfach zu nice. Das ist zu nice. Das ist zu nice, Junge. Garen Yumi, der Garen hat Darius gebannt. Ach Leute, was picken wir jetzt gegen den Garon? Es sind alle Champions sind gut. Wir machen eine Runde gegen Camille. Ich sehe mich eigentlich auf Camille. Camille mit gesteelter Garde und ich bin so smart. Bin so geordnet. Es gibt da Leute, die ghosten, nicht die ghosten, die smurfen for fun und spielen dann 30 Milliarden Games, um in Silber 3 irgendwelche Leute fertig zu machen, aber I don't know. Das sind dann meistens eher irgendwelche Diamond-Leute, keine professionellen Spieler, weil die würden ihre Zeit nicht so aus dem Fenster werfen wollen, um irgendwelche Diamond-Plebs, irgendwelche Silber-Plebs fertig zu machen. Als Challenger-Spieler, das machen irgendwelche, keine Ahnung, Streamer oder so, TF Blade, was weiß ich. Das habe sowas noch nie in meinem verdammten Leben gemacht. Kein Q, Mate, noch kein W. Ja, wird gar nichts werden. Maybe? Bam, Junge! Vielleicht sogar noch. Ja, war nicht gut von mir. Ich hab Minion Autodeckt und gecued. Dabei hätte ich ihn Autodeckt queuen können, dann wäre es so ein guter Trade für mich gewesen. War echt komplett crazy, dass der Garen nicht einfach vorher flasht. Oder gar nicht. Eins von beiden halt. Na, das könnte Damage sein. Was ist denn? Oh, bin ich tot, actually? Scheiß Ignite, ist glaube ich trotzdem worth, er verliert so viel und er ist wieder Gold wert. Actually ist super gut, oder? Er ist wieder Gold wert, weil er jetzt einmal einen Kill bekommen hat und er verliert trotzdem die gesamte Wave. Aber ich habe extra den Thromshot weniger genommen. Wahrscheinlich hätten wir noch Auto-Decken können und dann rausflashen, aber ich wollte noch auf sein Schild. Ah, vielleicht habe ich auch gecringed. Ich gucke mir das nochmal im Replay an. Erinnert mich dran, dass ich mir das im Replay angucke, okay? Ich hätte einfach Auto-Decken können und dann rausflashen. Ich glaube, was ich gemacht habe, war fein. Erinnert mich mal dran. Ich kann mir das im Replay nochmal ansehen. Er ist so oder so gut für mich, weil die Wave bounce. Ich habe immer noch TP. Vielleicht war es so oder so nicht, aber wenn hätte ich es besser machen können. Hallo? Ah, sieht nach Pickel aus. Ich glaube, ich renn Toplane. Aber sei das. Ist echt ein Level über mir, der Garen jetzt. Goddamn Loser. Inferno Map sei Dank, haben wir den Kill bekommen. Blastcone, EW und er hat geflasht, lol. Aber ich carry es. Ich habe 50% unserer Kills und einer davon war ein 650 Gold Shutdown. Evelyn und ich sind sehr gut im Game. Das ist komplett useless. Unsere Botlane ist, ich meine, sind auch ziemlich useless. Das ist eine, wie heißt die Jet Champion? Caitlyn Lane, die behind ist. Nicht wirklich nützlich. Eigentlich haben die Gegner kein CC, oder? Ich meine, hier in Root, Silence, actually. Ich will nicht Mercs gehen, oder? Ach, ich gehe Mercs. Egal, ist einfach zu OP. Ich werde auch gesilenced, aber ja, Yumi Root, Galio taunt. Oh, das ist ein Galio. Der Brett Deathcap, One Shot auf Caitlyn. Joke, MS ist sein Taunt. Nice. Ja, die sind so fast. Ich hätte ulten sollen, I guess. Oh, wie nein! Oh, Guardian! Ja, wir machen das Game jetzt, Wombinein. Ich habe alle Ressourcen, um zu carryen. Ich muss aber nur carryen. Aphelos macht uns vielleicht ein bisschen schwerer, als es sein müsste. Aber ich habe alle Ressourcen, um zu carryen. Also carryen wir jetzt einfach auch. Das ist der Plan. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together. Ich würde aber gerne für den Drake spielen. Die sind gerade eben noch Toplane. Vielleicht sind sie noch in der Lane drin oder so. Ja, wie cool. Ihr habt die P. Wenn wir flanken können, können wir auf jeden Fall was machen. Aber ansonsten ist halt Caitlyn immer noch kein wirklicher Champion.
gedacht, dass er vielleicht versucht wegzuholten. Ja, Garen ist top-line, der kennt TP. 1v9! Au! Fucking gewonnen. Jetzt holt euch den Infernal weg. Und das geflickten Twitch-Chat. Auch sehr schöner TP-Flank Wards. Also ist nicht wirklich 1v9, fucking Joke. Mein Team hat auch ihren Job gut gemacht. Seinen Job gut gemacht, mein Team. Und extrem wichtiger TP-Ward, wer immer das Trinket da platziert hat. Und es ist halt wichtig, dass wir uns einfach bewusst machen, was unsere Rolle in der nächsten Minute, ne? Oh fuck, falsche Richtung. Ihr habt euch, als wir aus Space gekommen sind, hatten wir 30 Sekunden Cooldown auf TP. Und bereits zu dem Zeitpunkt haben wir darüber nachgedacht, wie werden wir TP verwenden, was ist wichtig. Der Drake spottet 40, hier ist ein TP-Ward, hier war ein TP-Ward und so weiter. Und es ist halt wichtig, dass ihr permanent über das Game nachdenkt. Ihr wollt nicht nur für Mechanics spielen, ihr wollt über das Game nachdenken. Und dann ist es auch das Game einfach leichter zu spielen, of course. Noch ein riesiger Unterschied zwischen Spieler mit Gehirn und Spieler mit Gehirn und Händen. Zum Beispiel der Silas, der weder noch. Ich sterbe für seine Sünden. Ah, oh, fuck's sake, man. Heute vergessen. Was heißt, muss Ashley einfach mal aufhören und einfach mich das Game spielen lassen, wenn wir jetzt Nash verlieren? Ah, but please. So ein random Fight in der Mitte der Midlane. Sie wird ulten in die Richtung und sie lasteten, nehme ich an. Und damit Q lasteten. Ja, ich guess, sie will nicht ulten. Ah, jetzt macht sie's. Jetzt ist sie aber tot. Ach, Mann. Das muss einfach aufhören und mich das Game spielen lassen. Aber er hat 187 Stats, das gefällt dem Twitch-Chat. Ah, das war so bad. Er fällt einfach hier random, wird gecatcht und ich versuche ihn zu retten. Und ich gebe 850 Gold, 1000 Gold an Garen. Weil man nimmt die Gegner, dass ich den nipp. Das ist relativ gut für uns, denke ich. Kann mich rauskicken. Das sollte fein sein. Ich hoffe, dass kein Champion auf den Yumi jumpen kann. Leider in der Sekunde kam einer. Aber ich bin tot an der Stance. Ah, I mean, I don't know. Der Fight wird trotzdem gewonnen sein, hoffentlich. Nice. Ich hoffe, dass Garen, I mean, actually, der wird dann kommen. Obwohl, Silas hat die Blast kommen. Wenn er rüber geht, Blast kommt und dann ultet, kann er eventuell einholen. Er hat Garen ult gesteelt. I mean, der 2-Damage-Part von Garen war da definitiv heftig. Das ist ja nicht nur der 2-Damage-Part von seiner Ult, sondern auch noch von seinem scheiß Ignite. Und von dem Death's Dance-Schaden, den er an mir macht, der ja auch 2-Damage ist. Von daher habe ich da eine Menge 2-Damage gefressen. Deswegen hat er auch Sivir und Yumi und Baron 2-Damage auf mich gemacht, weil das der Death's Dance-Part ist. Weil wir ein bisschen Damage auf den Typen haben. Das ist ja Full Armor. Oh nein, Silas. Ist so angry. Können wir nicht fighten. Aber der rennt so runter, Mann. Immer noch Hunebo. Ich meine, Silas hat einfach mal die Hälfte und der Tode unseres Teams. Dash a busy craze. Game könnte leichter sein, definitiv. Hunebo, das ist dennoch. Ich guess, mein Team. Brat hat keine Ult, kann er noch Zeit stallen. Ding ist auf 5k, ich hab TP. Bartos hat den 10, der ist gone. Der ist gone. Silas geht nochmal hinten oder was ist seine Mission? Silas hat das Game jetzt wirklich fucking hart gemacht. Das ist Level 12, 3 Level down. Ganze Zeit tot. Auch wieder nur 219 Damage. Früh aus. Ey, pull aber Midlane durch, wenn die der Botlane weitermachen wollen. Wir sind vorne, wir haben zwar keinen Nash, aber wir sind jetzt schon beim zweiten Turm. Sind erst noch beim ersten, jetzt erst da. Wir wollen jetzt nicht unbedingt fighten. Ich glaube nicht, dass er das hier alleine aufhalten kann. Sagte er, als er reinjumpte. Denk den Turm. Ah, Game ist jetzt over. Muss eigentlich enden, denke ich. Mit den fucking Turm hätten, wenn ich den schon tanke die ganze Zeit. Dann werde ich enden. Ja, man, das ist typisch fucking Ash von den Gegnern. Haben wir noch einen Sonyas? Ne. Keine Wave. Jetzt ist die Wave da. Aber ich werde nichts sagen, aber actually, ich will was sagen. Moment, nein. Fuck you, Silas. Das Game so hart gemacht. Aber die pushen Botlane durch, obwohl wir mittlerweile in der Hälfte der Lane sind. Das war einfach cringe. Und damit haben sie das Game gegiftet. Wisst ihr, wie oft das passiert? Dass Leute Nash kriegen und einfach damit das Game verlieren? Weil sie nicht wissen, was sie tun. Entweder sie fighten sofort oder sie wissen nicht, welche Waves sie buffen sollen. Oder sie resetten zu spät oder irgendwas. Passiert permanent. Ist crazy. Das sind fucking Grandmaster Challenger oder was auch immer wir hier waren. Wahrscheinlich was ein fucking Master Game. Wir hatten den Typen in unserem Game. Von daher muss es Master gewesen sein. Not gonna lie. Ja, wir haben ein gutes Game gespielt. War noch hart, der Silas hat wirklich alles gegeben, dass es hart wird, not gonna lie. Aber ja, Gegner wussten nicht, was sie mit Nash tun, also haben sie verloren. Nice, go next.